So, wollen wir gucken, ob wir das so halbwegs verständlich rüberkriegen, ne? Ja, das Originalvideo Electric Motor Secrets könnt ihr ja mal auf YouTube suchen. Da sind sie ganz schön hinterher, das runterzunehmen. Also, naja, gut, wenn man sowas liest, ne? Oder 5 Jahre Gefängnis, möchte man nicht unbedingt. Okay, also, machen wir selber ein Video dazu. Ja, es geht eigentlich nur um stinknormale Elektromotoren, die auch als Generator funktionieren, und darum, wie man sich denn einen kleinen Motorenprüfstand aufbauen kann. Ja, also als ich mir das Video hier angeguckt habe, habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig, weil da hat er wirklich angefangen hier mit Federmesser und einem Band, ne, da irgendeine Konstruktion aufzubauen. Also ich habe es jetzt mal so Pi mal Daumen nachgebaut. Für praktische Versuche ist es echt so halbwegs fast sinnlos. Heute wird mit Wirbelstrombremsen der Output gemessen von Elektromotoren. Na gut, aber wer irgendwelche Federmesser noch zu Hause hat, der ist es auch ziemlich klein. Der geht nur bis 100 Gramm, also so bis 1-2 Kilo wäre schon optimal für so die Motoren. Ja, dann würde das noch besser funktionieren. Aber hier geht es ja erstmal nochmal ums Anschauungsprinzip. Ja, was brauchen wir denn alles dazu, um den Output und den Input von Motoren zu messen und somit den Wirkungsgrad, die Effektivität. Ne? Also braucht man erstmal einen Spannungsmesser und ein Strommesser. Ne? Spannung ist Volt, Strom ist Ampere. Wie gesagt, bei mir ist ein bisschen unglücklich ausgefallen. Ich habe eins mit Messbereich 30 Ampere. So viel ziehen die Dinger ja nur im allerhöchsten Notfall. Kann ich es auch so schön nicht vorführen, weil mein Netzteil bringt nur 1,5 Volt. 1,5 Ampere. Aber nur mal so als Übersicht. Ja, Voltmesser. Die kann man dann so schön verkabeln. So, dann brauchen wir noch einen Drehzahlmesser. Und genau, irgendwie irgendeine Gewichtsanzeige. Ja, wollen wir es mal ganz kurz anlaufen lassen, wa? Dass ihr auch mal seht, wie das in Aktion ausschaut. Ja, also wir fahren gerade mit. Ja, doch, klappt. Also wir sind jetzt bei fast 4,6 Volt. Fahren mit einer Drehzahl von 1243. Na gut, in die Berechnung vorhin bin ich mit 5 Umdrehungen weniger reingegangen. Und hier sind wir ungefähr bei, ach, Pi mal Daumen, 50 Gramm, ne? Ungefähr. Ja, und dann kann man, wenn man möchte, ja, die Eingangsspannung haben wir. Die Eingangsstromstärke brauchen wir natürlich noch. Das sind wir hier bei 1 Ampere, ne? So ziemlich genau. Ja, und dann kann man sich da ausrechnen, welche mechanische Leistung hier abgegeben wird. Ja. Und die Rechnungen, die sehen dann folgendermaßen aus. Also für unseren Input, wie gesagt, ne, brauchen wir die Spannung und die Stromstärke. Also hier die Spannung und die Stromstärke. Bei unserer Spannung waren wir bei 4,5 Volt und die Stromstärke bei 1 Ampere ungefähr. Ja, unsere Leistung, Eingangsleistung wird halt so ausgerechnet, ne? P ist die Leistung, U mal I, also haben wir 4,59 mal 1 Ampere, sind wir bei einer Eingangsleistung von 4,59 Watt. So, und fragt mich jetzt erstmal nicht, warum wir das in PS umrechnen, müssen wir aber wahrscheinlich schon machen, wenn wir das nach Dr. Peter Lindemanns Art machen wollen. Ist ein bisschen sinnlos bei meinen kleinen Werten, aber machen wir es halt mal, ne? Kommen wir hier bei dieser PS-Zahl raus. Ja, ein PS sind 735 Watt. Laut Wikipedia gibt es verschiedene Werte, regional bedingt, aber wir nehmen halt mal den. So, und jetzt haben wir noch unseren mechanischen Output, den wir hier gemessen haben, ne? Also haben wir einmal unsere Drehzahl, die wir mit unserem Drehzahlmesser erfahren haben. Da war ich vorhin bei 1238 Umdrehungen pro Minute. Meine Masse habe ich gemessen mit 50 Gramm, die da hier so dran baumelt und der Motor sich trotzdem noch mit der Drehzahl dreht, ne? So, dann brauchen wir noch den Durchmesser von meiner Welle.
Die habe ich mit 1,44 cm gemessen. Dieses Teil da. Ne? Mit dem Durchmesser der Welle können wir dann unseren Umfang ausrechnen. Also praktisch, wie viel das mit einer Umdrehung zurücklegt. Also bei einer Umdrehung sind wir dabei 4,5 cm. Ja, dann noch unsere Umdrehungen pro Minute in pro Umdrehungen pro Sekunde umgerechnet. Und das dann mal unseren Umfang genommen. Kommen wir dann auf 93,24 cm pro Sekunde. So, und das rechnen wir jetzt noch. Das ist die Umrechnung von Fuß in Zentimeter. Ne? Also 30,48 cm ist ein Fuß. Und da der Herr Dr. Peter Lindemann, ein Engländer, Amerikaner oder keine Ahnung was ist, und der das für seine Berechnung dann auch so braucht, dass man das in Pfund und Fuß umrechnen können, ne, müssen wir das ja auch mal in Fuß umrechnen, dann kommen wir auf 3,059 Fuß pro Sekunde. Ne? Na gut, die Welten wachsen zusammen, also machen wir halt auch mal ein bisschen diese englische Werteskala mit. Jawohl, und mit unserem Gramm machen wir das genauso. Ne? Das wird nämlich in Pfund umgerechnet. Also es sind dann 50 Gramm, das ist die Umrechnungszahl, 0,11 Pfund. Ja, und jetzt können wir uns dem totalen Output widmen. Ne? So, da haben wir eben von vorhin unsere 3,059 Fuß pro Sekunde. Ne? Die haben wir hier. Und die rechnen wir jetzt mal mit unserem Pfund zusammen, mit unserem Gewicht. Und kommen dann auf 0,3365 Fuß mal Pfund durch Sekunde. Eine komische Einheit. Naja. Die Physiker und Mathematiker unter sich. So, da können wir dann auch unser gemessenes Output mit 0,0061 PS bezeichnen. Ne? Also diese 550 ist praktisch diese Umrechnungszahl. Das findet man auch auf Wikipedia. Deshalb wurde das wahrscheinlich genommen. Deshalb hat er das wahrscheinlich auf diesen Weg hier gemacht. Ja, und wenn man das dann ins Verhältnis zusammensetzt, komme ich dann auf einen Wirkungsgrad von ganzen 10%. Na gut, okay, die Motoren ziehen an sich 12 Volt. Ich bin nur mit der Hälfte rangegangen, habe auch nicht richtig gemessen. Da ist 10% aber schon mal gar nicht schlecht. So, jetzt kommt aber der Hammer. Und zwar hat der Dr. Peter Lindemann in einem Büchlein von 1957 aus dem amerikanischen Militär eine Beschreibung dazu gefunden, dass, Moment, ich zeig's euch kurz, ne? Also wenn man den jetzt hier anlaufen lässt, da kann man ja hier auf der Seite, ne, das ist jetzt mein Motor, also in das Ding geht jetzt mein Strom rein von der Batterie und treibt praktisch jetzt diesen anderen Motor an, ne, da jetzt halt kein Motor ist, sondern ein Generator und bringt dann hier hinten seine Spannung raus. Halt, Moment. Stopp, Peter. So, jetzt mal noch nicht. So, wollen wir es mal hier kurz erklären. Also wir gehen praktisch, wir messen praktisch hier nochmal, ne? So. Das bringt er also, ne? Und dann müsste der ja theoretisch, ne, bei derselben Drehzahl dieselbe Spannung rauskriegen, wenn er nicht belastet ist. So, gucken wir mal. Jetzt sind wir aber nur bei 4,45 so ungefähr. Ne? Ja, und wenn wir jetzt praktisch mit unserem jetzt als Generator funktionierenden Motor sozusagen mal eine Last antreiben wollen. Ich habe mir hier so einen kleinen Motor rausgesucht. Ja. Dann können wir beobachten, dass, merkt ihr was? In die Knie, ne? Ganz schön. Ja,
Und ja, wie soll ich weitermachen? Jetzt kommt nämlich da eine Erklärung vom Dr. Peter Lindemann, die da mich schon ganz schön umgehauen hat. Ne? Der behauptet dann nämlich, dass, ja, er meint nämlich, dass im Motor ein anderer Strom vorherrscht als dann im Generator. Ich weiß nicht, wer sich ein bisschen mit Elektromotoren auskennt, der hat dann irgendwann auch mal diese Motor- und Generatorregel gelernt. Naja, jedenfalls dann rechte und linke Handregel, ne? Hier irgendwie so. Genau. Und wie kann man das jetzt nachweisen, hä? Dass das sozusagen der Strom in Motorrichtung einmal getrieben wird und gleichzeitig in Generatorrichtung und es dann nur darauf ankommt, von welcher Seite dann die Kraft kommt. Also wenn jetzt von der Batterie sozusagen die Energie kommt, dann herrscht diese Motorstromenergie, sagen wir mal, vor. Ne? Ist ein bisschen größer als diese Generatorenergie und kann den dann zum Laufen bringen. Und wenn man den selber dreht, dann herrscht diese andere Stromrichtung vor, die dann etwas, ne, also wir stecken hier meinetwegen 12 Volt rein und kriegen hier 3000 Umdrehungen raus. Das heißt dann aber noch lange nicht, dass wenn wir hier 3000 Umdrehungen draufgeben, dass wir dann hier 12 Volt rauskriegen. Wir kriegen dann hier nur, gucken wir mal, weiß nicht, ich denke mal so 10 Volt oder sowas müssten wir rauskriegen. Jedenfalls 1 Volt Unterschied sind es dann ungefähr. Aber dieser 1 Volt soll dann diesen Motor im Endeffekt eigentlich nur antreiben. Ne? Und über 99% werden in Wärme oder sonst was umgewandelt. Das, was unsere Motoren heute halt machen. So, und eigentlich kann man das auch ziemlich gut anschauend erklären mit dieser unterschiedlichen Stromrichtung. Ne? Also wir kommen erstmal von der Batterie über das, das bringt es dann runter auf 4-5 Volt, gehen dann hier in unsere Messgeräte rein. Jetzt geht der Strom praktisch von da, hier lang, da, hier durch, jetzt sagen wir halt mal, dass er durch Rot macht, ne? Kommt durch den Roten, wird in den Motor reingedrückt, ne? Also wenn wir uns den Strom als Fluss vorstellen, wie wir es uns die ganze Zeit gemacht haben, fließt er hier durch das rote Kabel in den Motor rein. Ja, Strom geht rein. Wir haben plus 4,5 Volt. Und in welche Richtung dreht er sich? Pass mal auf, beim welche Richtung ist es? Nach vorne, ne? Jawohl. Also die Richtung macht er, ne? Genau, so. So, okay, denken wir mal logisch, ne? Also, wenn jetzt der Strom wirklich nur in eine Richtung fließen sollte, dann kommt er also von hier, geht hier rein, und dann hier beim Minus wieder raus. So. Und wir messen hier an diesem Plus, wenn der Strom in diese Richtung macht, da lang macht der Strom jetzt, ne? Laut unserer alten Physik, wie gesagt. Haben wir Plus. So. Jetzt überlegen wir mal kurz, wenn wir den jetzt in diese Richtung drehen. Ne? Kleine Quizfrage. Wo ist dann hier Plus und Minus? Ja? Also, wenn wir Strom reinschicken, macht der Strom so lang. So, jetzt drehen wir hier vorne ran. Das ist ja nach logischer Überlegung, müsste ja eigentlich sich da nichts ändern. Ja? Allerdings müsste dann nach logischer Überlegung der Strom hier rausgepresst werden, weil hier zieht er ja immer noch. Ne? Ja, jetzt haben wir hier vorne nochmal die Pumpe, wo der Druck ansteht sozusagen, sondern jetzt machen wir den Druck hier drin und die müsste ja theoretisch da drüben rauskommen. Also müssten wir theoretisch, logisch überlegend,
jetzt eine Minuszahl hier dran haben, wenn wir in dieselbe Richtung drehen. Aber was passiert? Wir drehen in dieselbe Richtung. Ein bisschen schneller drehen, dass das auch was wird hier. Na? Jawohl, Plus. Wir haben Plus hier. Oder nicht? Aber halt ein bisschen weniger. Ja, was der Herr Lindemann auch nicht erwähnt hat, ne, der hat einen Haufen Patente vorgestellt, aber was zurzeit ziemlich aktuell ist, ist der Herr Leeds Gelnen. Der hat sein Coral Castle da, ich glaube in Florida irgendwo hingebastelt, ganz alleine. Ich weiß nicht, ich glaube 1923 hat er angefangen, 43 war er fertig gewesen. Interessante Story von ihm, jawohl, aber hier haben wir es ja, ne? Die eine Stromrichtung und die andere Stromrichtung, die immer zur gleichen Zeit da sind. Ja. Diese und diese. Haben wir da irgendwo Bilder gehabt? Generator, Perpetual Motion Anhalter, die scannen Bilder. Ach, hier haben wir es ja. Jawohl, so hat er nämlich unsere Erde dargestellt, der Herr Leeds Gelnen. Immer noch zweidimensional, ne? Aber ich glaube, wir können uns schon hier etwas daraus vorstellen, oder nicht? Ja, und wie heißt das Ding da, was die ganze Zeit auf unserer Erde überall rumwuselt? Ich glaube, so. Ja, da ist er ja. Genau. Das wäre dann wohl der Richtige, wa? Mit Zweien. Ja. Interessantes Thema, der Strom.